Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Dorf Klitschivka im Osten des Landes zurückerobert, das Russland seit Januar für sich beansprucht hatte. Das teilte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte Sirski in Online-Netzwerken mit. In dem Dorf wohnten vor dem Krieg etwa 400 Menschen. Es liegt einige Kilometer nördlich von Andriivka, das laut dem ukrainischen Militär einige Tage zuvor zurückerobert wurde, was Russland bisher jedoch bestreitet. Beide Ortschaften sind in den monatelangen Kämpfen weitgehend zerstört worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj dankte den beteiligten Einheiten für die Rückeroberung in seiner allabendlichen Videobotschaft am Sonntag. Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich zum großen Teil nicht unabhängig überprüfen.